Max und Sebastian Fritsch haben ihre Sache so gut gemacht, dass der Film jetzt erfolgreich im Kino gezeigt wurde. Ein Hauch von Hollywood im Ida-Obersteiner Stadttheater. Aber Hollywood daheim eben mit Kuchen und einer Mottotorte zu einer Kinopremiere, die es eigentlich nie geben sollte. Denn der Film über die Geschichte eines Laborgeräteherstellers sollte nicht öffentlich gezeigt werden. Das war zu Beginn auch Filmemacher Mirko Moskop klar. Denn es sollte ein Industriefilm werden. Wir saßen zusammen und es gab kein Material. Keiner hatte Fotos. Man hat sich wahrscheinlich auch nachher keine Gedanken darüber gemacht, ob man jetzt da irgendwie Fotos macht oder sowas. Es ging halt vielleicht manchmal ums nackte Überleben. Und dann kamen auch die Jungs, Max und Basti, dazu und haben gesagt, hier, wir spielen das nach. Und das sind die beiden Jungs, Max und Sebastian Fritsch. Sie übernehmen bald die Leitung des Familienunternehmens und das pünktlich zum 100-jährigen Firmenjubiläum. Fritsch und Co., Alfred Fritsch am Apparat. Dr. Althoff hier. Guten Tag, Herr Dr. Althoff. Guten Tag, Herr Fritsch. Brauchen Sie wieder ein Achat für die Apotheke? Achate sind noch reichlich an Lager, Herr Fritsch. Was wir bräuchten, das wäre ein Mörser. Herr Dr. Althoff, wir werden uns bemühen, Ihnen ein Angebot zu machen. Sebastian sagte, lass uns das doch selber nachspielen. Und ich einfach nur gedacht habe, nee, komm, also Kasperle-Theater müssen wir hier nicht machen. Und im Nachhinein muss ich meinen Hut vor ihm ziehen. Und siehe da, auch das können sie. Die Brüder sind alles andere als kamerascheu. Und aus dem eigentlichen Industriestreifen wird ein Familien-, ein Heimatfilm gedreht in Hunsrück an Originalschauplätzen. Aufwendig und liebevoll produziert. Es ist eine schwere Zeit. Aber Ida und Oberstein gehören immer noch zu den Edelsteinzentren Europas. Zwei Männer, Mitte 30, machen sich auf, nach ihrer Zeit an der Front die Welt zu erobern. Denn sie haben überlebt. Unversehrt. Max, der Krieg ist rum. Es lebe die Republik. Und der Franzose ist jetzt bei uns. Wir können ein Gewerbe aufmachen. Dann können wir Geschäfte mit den Leuten vom Niederbach machen. Du bist der Verkäufer. Ganz wie der Vater. Für die beiden ist es der Rücksturz in die Vergangenheit der Firma, die heute Laborgeräte für den Weltmarkt herstellt. Mit diesen Geräten werden zum Beispiel Edelsteine untersucht. Nur mit Film hat das alles nichts zu tun. Man musste geschminkt werden, man musste die Kleidung der, ich sag mal, 20er, 30er, 40er Jahre tragen. Sobald man dann in seiner Rolle war, war es dann auch irgendwie schön, so ein bisschen in altertümlicher Sprache stellenweise zu reden. Natürlich war für uns ganz wichtig, dass das Hunsrücker Blatt mit rauskommt. Robert. Jetzt wissen wir auch alle, warum du 14 Semester studiert hast. Musst dir das lehren oder kund dir das? Mir kunde das. Hallo, mir kunde das. Wir kommen aus dem Hunsrück. Ich spreche ja auch jeden Tag. Das kommt immer drauf an, mit wem. Blatt als gesprochene Sprache und die Originalschauplätze für jeden aus Ida-Oberstein. Ein Zuhausegefühl. Wir hatten nur ein ganz kleines Team, waren in der Spitze vielleicht 15 Leute, inklusive Schauspieler und Statisten. Also unsere Lichtleute waren auch Statisten, unsere Maskenbildnerin waren auch Schauspieler. Robert! Karlsruhe wichtig! Wir hatten, glaube ich, die 3-4 Drehwochenende, die wir hatten, war eine Erfahrung fürs Leben. Absolut. Das ist was, das machst du einmal. Das machst du genau einmal in deinem Leben und du wirst dich bis an dein Sterbebett daran erinnern, dass du damals diesen Film gemacht hast und was eigentlich dazugehört, so einen Film zu machen. Dazu gehört eben auch eine Premiere vor Publikum. 300 Leute, volles Haus im Stadttheater Ida-Oberstein. Und alle sind sie neugierig, was aus den Aufnahmen geworden ist. Die, die jetzt eben hier oben auf der Bühne standen, sind doch irgendwie alles Freunde geworden. Das hat schon ein bisschen nicht nur ein Aufwickeln von einer Firmengeschichte, so langweilig wie das nur gehen kann, sondern es ist auch ganz viel Familie gewesen. Viel Familie, viel hervorragend gelaunte Familie. Besonders Max und Sebastian hatten ihren Spaß. Sie hätten vielleicht auch das Zeug für eine Zweitkarriere als Comedy-Duo. Wäre da nicht noch ihr eigentlicher Job, die Familienfirma in die Zukunft zu bringen? Der Film wurde genau einmal öffentlich gezeigt. Die Premiere war auch zeitgleich die letzte Aufführung. Ab sofort wird der Film, wie er eigentlich geplant, nur noch für Firmenzwecke gezeigt.